Darum sollte man die Burghauser Maiwiesen 2010 auf gar keinen Fall verpassen. Wir haben einen tollen Fuhrpark, wir haben tolle Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Kinderzug, den Altennachmittag und natürlich auch unser Wiesenstadel nicht zu vergessen. Wir haben heuer das erste Mal ein Wiesenmadel, das gewählt wird, das am Freitag vorgestellt wird, das ist neu. Wir haben im Wiesenstadel auch ein Scheunenfest, das ist auch neu. Ja, wir haben sehr viele Attraktionen hier auf der Maiwiesen, auch einen tollen Fuhrpark. Wir haben heuer neu rund um den Tegernsee. Dann haben wir die Stargate und ein Magic. Das ist auch neu, haben wir auch noch nie da gehabt. Und natürlich unser Riesenrad, das gehört schon zu unserer Maiwiesen dazu. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie ungefähr heuer? Ja, schon so circa 100.000 werden es bestimmt werden. Und was darf man Ihrer Meinung nach auf keinen Fall verpassen in der ganzen Zeit? Ja, eigentlich alles darf man nicht verpassen. Es geht eigentlich von Anfang los. Der Festzug ist bestimmt sehr toll. Dann haben wir natürlich den Kinderauszug, der wirklich toll ist. Und natürlich am Schluss dann auch unser Musikfeuerwerk. Jeder Tag auf der Maiwiesen wäre natürlich super.